Torno Business Personality, ein Podcast für Fach- und Führungskräfte und solche, die es werden wollen. Die kleine Weiterbildung für zwischendurch. Von und mit Ortrud Torno, Trainerin und Coach aus Fulda. Moderiert und betreut von Thomas Noll. Hallo Ortrud. Ja, hallo Thomas. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Ja, wir haben heute unseren Podcast Nummer 3 vor aufzunehmen. Ja. Und wir haben ein sehr spannendes Thema, das heißt Kairos, was, wann, wagen. Kairos hört sich sehr, sehr griechisch an und da bin ich gespannt, was du zu diesem Thema zu erzählen hast. Erstmal grundsätzlich, was ist denn überhaupt Kairos? Kairos, es ist in der Tat, es ist griechisch, ja. Kommt aus dem Griechischen. Kairos ist so das Pendant zu Chronos. Chronos ist den meisten Menschen bekannt als leere Zeit. Es ist eine Zeit, wo ich im Hamsterrad eigentlich bin, wo ich oft unbewusst bestimmten Dingen nachrenne, weil ich das brauche, ein Haus, ein Auto, ein Baum, Familie, Dinge tue, ich gehe arbeiten, habe die Freizeit und mache Sport. Man macht Sport. Es ist oft eine Zeit, wo ich gar nicht drüber nachdenke, wo sich viele Menschen, und die erleben wir ja oft, habe keine Zeit, bin unterwegs und bin gehetzt. Ja. Kairos beschäftigt sich mit der erfüllten Zeit, mit der Zeit, die mir Spaß macht. In meinen bisherigen Seminaren zum Beispiel habe ich immer über unausgeschöpften Potenzialen gesprochen. Ja. Gucken mich die Leute immer ganz groß an, was ist das? Sag ich, schreiben Sie mal spontan 7 Wünsche auf, was Sie immer schon mal machen wollten. Ja. Da haben viele noch gar nicht drüber nachgedacht. Und wenn man jetzt mal so schaut, ins Leben hinein, dann sage ich immer zu den Leuten, so Kairos-Momente, das sind immer solche Momente, in denen Sie die Bedingungen erleben, die Sie ans Leben stellen sollten, damit Sie zufrieden und glücklich sind. Denn wir alle wissen, gerade in der Kommunikation, je zufriedener ein Mensch, umso dialogfähiger ist er. Und das merke ich immer wieder im Konflikttraining. Und deswegen hat mich die Kairologie so interessiert. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, dieses Kairos? Ja. Wir spüren im Tiefen eine Sehnsucht nach dem, was wir schon längst besitzen, hat schon Goethe gesagt. Okay. Und so ging es mir in der Tat. Ich war auf der Suche in meiner Arbeit nach etwas, was es noch gar nicht gab. Und ich wusste nicht, nach was ich suchte. Ich wusste nur eins, die Zeit, die Menschen, die Führungskräfte, die Mitarbeiter, die Menschen brauchen was anderes in der heutigen Zeit als die 5. Persönlichkeitsanalyse. Und nochmal, wie ticke ich? Das wissen die Menschen. Ich war auf der Suche nach dem Unterschied von Generationen. Wie geht man miteinander um? Wir treffen uns und welche Werte drängen Menschen? Das wusste ich noch nicht, dass ich auf der Suche war. Also das war schon für dich unterbewusst klar. Ja. Irgendwas fehlt mir noch, weil es mal vielleicht bei gewissen Generationen Konflikte gibt oder weil du eben feststellst, Entscheidungen sind vielleicht nicht so gut gelaufen, wie sie das eigentlich sollten. Genau. Beispielsweise. Ich merkte, ich wurde angefragt, zum Beispiel einen Vortrag zu machen, wie machen wir unsere Gemeinde attraktiver, eine Jahresauftaktveranstaltung. Und das ist etwas, wenn ich so auch durch die Welt gehe, merke ich oft, dass manche Gemeinden aussterben, keine junge Leute dabei sind. Woran liegt das? In manchen Firmen, Vereinen, da sieht man, dass junge Menschen nicht drin sind. Was sind das für Themen? Und ich merkte, man braucht was. Ich habe immer ein Gespür für Fortschritt, für Neues gehabt. Ich war auch eine der Ersten, die Unternehmensentwicklung auf der Basis gemeinsamer Werte machte. Nur das Wertethema ist jetzt ein anderes gewesen. Ja. Und so war ich auf der Suche und da las ich dann, ich glaube, das war 2011, etwas über Kairos, der günstigen Augenblick nutzen. Ich selber spürte bei mir auch eine Aufbruchphase und so habe ich mich da dafür interessiert und bin dann auch der Sache nachgegangen und bin so an den Herrn Dr. Karl Hoffmann gestoßen. Und er hat sich über 40 Jahre mit dem Kairos beschäftigt. Das war seine Berufung, daran zu arbeiten. Er hat Theologie studiert, er hat Geschichte studiert, Politwissenschaft studiert und hat auch seine Dissertation zum Thema Generationen geschrieben. Und das fand ich so spannend. Also er geht wissenschaftlich an dieses Thema heran? Ja, das Ganze ist jetzt mittlerweile eine Wissenschaft, ist auch an der Steinbeis-Universität. Und ich gehöre zu einigen der Ersten, die diese Wissenschaft mit studiert haben. Das habe ich 2015 abgeschlossen. Das heißt, du hast ein Training gemacht zur, wie nennt man das? Ein Studium. Ein Studium.
Zur Kairos-Trainerin. Zur Kairos-Trainerin. Ja. Okay. Und wie schlagen wir jetzt die Brücke zu dem Thema Führungskräftetraining, Personalentwicklung? Also warum ist es wichtig, als Führungskraft Kenntnisse über die Kairologie zu haben? Das Einzige, was heute nicht kopierbar ist, sind die Beziehungen eines Unternehmens zu seinen Mitarbeitern und die Beziehung der Mitarbeiter zu ihren Kunden. Mhm. Das lässt sich nicht kopieren. Also immer wieder individuell. Es gibt ähnliche Firmen mit ähnlichen Mitarbeitern, die ähnliche Ausbildung haben, ähnliche Arbeiten machen, ähnliche Dinge produzieren. Der einzige Unterschied ist der Mensch. Okay. Das galt immer schon im Training. Nur heute ist es besonders wichtig, gerade im Zeitpunkt der Digitalisierung und künstlichen Intelligenz, ist der Mensch, bekommt nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Ja? Das war auch der Grund. Und wenn ich in die Kairos-Wissenschaft reingehe, die gibt zum einen Aufschluss über die Potenziale, die ein Mensch mit in sein Leben bringt. Und zum anderen beschäftigt sich die Kairologie mit der Dynamik im Leben eines Menschen und seine Energien in den jeweiligen Lebensphasen. Das heißt also, Menschen denken in ihren Lebensphasen unterschiedlich. Die Bedeutungen ändern sich. Die Bedeutungen ändern sich im Laufe des Lebens. Das ist den meisten Menschen selbst nicht mal bewusst. Ja. Es ist aber eine Riesenchance für die Führungskräfte zu schauen, welche Wahrscheinlichkeiten kommen denn da auf uns zu und wo kann ich Potenziale nutzen. Gerade in der heutigen Zeit, Fachkräftemangel. Ja. Jeder, ich höre es immer wieder, wir brauchen mehr Personal. Dann gucke ich auf die Mitarbeiter und wenn ich Einzelgespräche oder Interviews, und Coaching ist ja heute ein Hauptthema von mir geworden, Hauscoaching zu sein, da merke ich, da ist Potenzial da, nur der Mitarbeiter hat durch irgendwas, hat er einfach die Gunst des Vorgesetzten verloren und wird nicht gefördert. Das sind Potenziale vor der Tür, die nicht genutzt werden. Oder sie kommen meinetwegen, die Mitarbeiter kommen vielleicht in eine Phase rein, ja, aufgrund ihres Lebensalters, genau, wo man vielleicht weiß, jetzt kann ich meinetwegen den Mitarbeiter in der und der Richtung weiterentwickeln. Ja, und es ist schön, dann zu wissen, und aber auch, was ich so aus der Praxis jetzt, und ich begleite einige Firmen mit der Kairologie, und da merke ich, wenn Führungskräfte einen anderen Blick auf die Mitarbeiter in jüngeren Jahren haben, zum Beispiel, ich kriege oft gesagt, ich habe da so einen Jungen, ich habe den gefragt, wo er sich sieht. Der weiß noch nicht mal, was er für Ziele im Leben hat. Dann frage ich, wie alt ist er? Und dann sind die meistens zwischen 19 und 25. Ja. Und dann sage ich, will ich Ihnen mal was sagen? Das können die noch gar nicht wissen. Weil am besten geben Sie ihnen jetzt die Möglichkeit, dass sie sich ausprobieren. Und wenn sie mal was falsch machen, entwickeln sie doch bitte mal eine Fehlertoleranz. Also wir waren auch nicht perfekt. In dem Moment entwickeln die ein Bewusstsein dafür, dass sie ja letzten Endes sehr vorurteilhaft agieren. Ja, weil jeder Mensch hat seinen Weg. Wie wurde ich der, der ich bin? Ja. Wie bin ich geprägt? Welche Werte habe ich? Auch da lade ich ein, mal kritisch nachzuschauen, sind die heute noch gültig? Ja. Sind die heute noch nützlich? Wir können nicht alle Traditionen über Bord werfen, aber welche Werte sind wirklich, dass sie heute eine Souveränität auch tatsächlich bieten? Ja, 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 oder wo bin ich engstirnig unterwegs und hänge den Dingen nach, die mal waren? Ja. Das merke ich jetzt, hatte letztens einen Vortrag in Fulda, da war eine junge Dame, die hatte einen Vortrag in Fulda auf der Frauenwoche, die mit ihrer Art zu sprechen, aus meiner Sicht, ist der zeitgemäß gemacht hat, hat mit PowerPoint gesprochen, hat die gesprochen, kommt eine ältere Dame nachher auf mich zu, ältere Dame, ich sag mal, ich denke mir so 70, sagte, haben Sie gehört, deren ihr Rhetorik-Seminar, wie die spricht, das kann man doch nicht machen, das haben wir doch ganz anders gelernt. Also bei mir hätte die eine Sex gekriegt. Okay. Na, dann habe ich gesagt, es ist eine andere Generation, seien wir doch tolerant, die entwickelt sich auch vielleicht noch weiter, aber im Moment ist das völlig okay. Sehen Sie, und da kommt wieder die gleiche Weisheit. Die Wahrheit liegt immer im Auge des Betrachters. Nur diejenigen, die ihre Wahrheit, ihre eigene Meinung für die Wahrheit halten, sind immer ein Problem. Aha. Denn Wahrheit ist was anderes. Es ist jeglicher Ausschluss von Irrtum und Täuschung. Aber das ist ein weiter Weg, dahin zu kommen. Ich muss da immer schmunzeln. Okay, so, das heißt also, du hast jetzt bei dem Dr. Hoffmann dieses Training, dieses Studium absolviert. Ja. So, und jetzt ist die Frage, Kairos ist ja jetzt nicht quasi ein konkurrierendes, ich sage jetzt mal, Trainingsverfahren gegenüber anderen etablierten Verfahren. Nein. Wenn ich es richtig verstehe, kann man erstmal überhaupt mit Kairos überblicken, mit welchem Training oder mit welchem Coaching tue ich dann meinetwegen hinterher ein Führungskräftetraining machen oder ein Seminar einsetzen. Was
tue ich dann für Tools beispielsweise dort einsetzen? Kann man das so sagen? Ist das so, dass man eben erstmal vorher sich einen Überblick verschafft, analysiert, was habe ich denn für Generationen? In welchen Mindsets befinden die sich denn gerade? Kann man das so sagen? Zunächst einmal ist Chirologie ein zusätzliches Wissen, was ich habe. Das ist nochmal, so sage ich, on top, obendrauf auf Menschen zu schauen. Okay. Und ich sage nochmal bewusst, Potenziale zu erkennen und dann auch zu schauen, wie kann ich die Potenziale auch nutzen in meiner täglichen Praxis. Okay. Wenn du jetzt gerade so sprichst von Tools, es gibt eine Lebensphasenanalyse, die wir machen können. Ja. Es gibt Interviewfragen, die wir erarbeiten. Es ist, wir bilden die Führungskräfte gezielt aus, mit welche, was passiert in welcher Phase, worauf achtest du, wie kann der Jahresgesprächsbogen heute sein. Ja, ja, ja. Und ganz wichtig ist heute der Jahresgesprächsbogen, ja, da muss ich immer schmunzeln, der wurde immer eingeführt, weil keine Führungskraft mit Mitarbeiter spricht, also wurden die Leute dazu abgestellt, du musst einmal im Jahr mit dem Mitarbeiter sprechen. Dadurch ist das rausgekommen. Eigentlich in der heutigen Zeit, es ist wichtig zu wissen, wann führe ich mit dem Mitarbeiter ein Gespräch, ein Entwicklungsgespräch. Mhm. Und das ist nun mal schön in bestimmten Lebensphasen, am Anfang einer Lebensphase und zum Ende hin, wo entwickelst du dich? Mhm. Um zu gucken, wo ist dein Platz in meinem Unternehmen? Dieses Wissen. Und das ist das, was heute die Kunst der Menschenführung ausmacht. Okay. Mhm. Ist nochmal ein echtes Hilfsmittel. Wir haben natürlich die Kairos-Uhr, die wir in Unternehmen hängen haben mittlerweile, wo man ablesen kann, wo ist das Unternehmen auch drin. Man kann auch eine Unternehmensanalyse mit Kairologie machen mittlerweile. Das ist natürlich interessant und das ist natürlich nichts, was ich in 2 Stunden mir mal anhöre. Mhm. Aber das ist für Menschen, um einfach zu sagen, jetzt will ich einfach nochmal einen anderen Blick auf das Ganze drauf haben. Selbst für Trainer, und ich kann nur jetzt von mich sprechen, als Trainer ist das nochmal wirklich on top, etwas bewusster, nochmal genauer hinzuschauen, als zu sagen, du bist jetzt ein Aktiver, du bist ein Ruhiger, du bist ein Empathiker. Ja, du bist ein Blauer, ein Grüner, oder was weiß ich. Das ist schön zu wissen, das ist eine tolle Ergänzung dieses. Und das macht die Qualität eines heutigen, also meiner Coachings auch aus. Und das wissen immer mehr Menschen zu schätzen. Mhm. Da freue ich mich drüber, dass es ein Mehrwert ist. Und als Tool gibt es auch Lernkarten. Wir haben sehr viele Tools, die wir jetzt auch den Leuten an die Hand geben, mit denen die sich auch weiterentwickeln können. Ja, das heißt, du integrierst jetzt in deine Coachings und Trainings automatisch dieses Thema Kairos oder tust du das von Fall zu Fall individuell entscheiden? Wie gehst du da vor? Oder ist es Kairos mal wegen für dich von Anfang an oder seitdem du mal wegen dieses Training selber gemacht hast, dieses Studium, würdest du sagen, das gehört für mich zu dem Basisrüstzeug eines guten Trainers? Also ich sage dazu, dieses Chirologie lasse ich immer wieder einfließen, wenn ich merke, dass Menschen Fragezeichen im Kopf haben, gerade bei dem Thema generationsübergreifend agieren und reagieren. Wo sie nicht weiter wissen. Genau. Oder? Und da merke ich, wenn ich dann dieses aufmache und erzähle denen und zeige denen das auch auf dem Flipchart oder auch an Ding, wo wer steht, welche Möglichkeiten und welche Entfaltungstypen, ist nochmal ein neuer Blick. Und ich habe jetzt gerade neulich, ich erzähle nochmal ganz kurz, ein Geschäftsführer, der auch gerade in der Lebensphase L8, das ist also von 45 bis ca. 51 ist, der saß drin und sagt, Mensch, ich gehe jetzt hier raus und gehe mit dem ruhigen Gefühl heraus, dass ich einfach jetzt wirklich mal durchgreifen darf und kann und habe endlich dieses ewig Gutsein es allen recht machen müssen, lege ich jetzt wirklich ab, weil jetzt gestalte ich nochmal die Zukunft so in der Klinik, in dem Bereich, wo ich bin und das hat mir jetzt richtig gut getan. Mhm. So, und also das ist interessant, eine neue Sichtweise. Okay. Also die Erfahrung, die du bis jetzt gemacht hast als Kairos-Trainerin, sind durchweg positiv und dein Feedback, was du bekommst von deinen Kundenklienten, kann man also wirklich sagen, dass das durchweg eine wertvolle Bereicherung und eine Wertschätzung auch da. Und viele sagen, genau das war die Qualität, hat das ausgemacht. Gerade in dem Bereich, wo Vorstand und Geschäftsführer, die ja eigentlich alles wissen, jetzt nochmal einen neuen Blick für das Generationsthema drauf zu haben, ist was Wichtiges. Okay, jetzt bietest du ja zum Thema Kairos auch Seminare an. Ja. So, du vermittelst also dein Wissen zu dem Thema Kairos in Seminaren. Wie sehen die aus? Was sind das für Seminare? Hast du da ein Beispiel? Das sind Seminare, die hingehen in Führung natürlich. Ja. Führung und Kairos, Chirologie, Teamentwicklung unter dem chirologischen Aspekt. Ja. Das ist auch spannend, einfach zu gucken, wen haben wir denn drin? Oder genauso aber auch Unternehmensentwicklung. Wenn ich jetzt gerade Innovation, Zukunftsentwicklung und ich gucke mal auf meine Generationen, die ich drin habe, ist Innovation überhaupt möglich? Mhm. Oder was muss passieren, dass Innovation wieder Raum kriegt? Und das ist ganz spannend zu schauen, mit einem neuen Blick auf das, was ich
jetzt vor mir habe, auf die Menschen nochmal drauf zu schauen und zu gucken, wo gehe ich auch gezielt hin, wen stelle ich ein? Mhm. Oder wo gehe ich mit der Energie hin, wen entwickle ich auch weiter? Ja. Und wie sorge ich, dass man einfach auf Augenhöhe miteinander umgeht? Dass auch ein junger Mensch mit einem etwas reiferen Menschen auf Augenhöhe kommuniziert und die Ideen überhaupt Raum haben. Was keine Selbstverständlichkeit ist. Und das ist etwas, was ich aus meiner täglichen Praxis mitbekomme, dass eine Führungskraft, die sich selbst nie weiterentwickelt hat, sich persönlich den Horizont nicht vergrößert hat. Ja. Von diesen Führungskräften sind oft Unternehmen abhängig, wie erfolgreich sie sind. Weil sie geben den jungen Menschen oft nicht den Raum. Und so wie Sie kennen das ja, wenn einer sagt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ne? Das denke ich, um Gottes Willen, wie soll... Die jungen Leute sind draußen an der Front, die haben andere Ideen. Ja, genau. Man kann doch miteinander. Das ist ein Totschlagargument. Ja, und deswegen sage ich auch immer, schaut genau auf die Leute, die eure Vision weitertragen. Ja. Sind die selber visionärisch unterwegs? Ja. Ja, ja. Also ich finde das ganz spannend. Und, und auch die persönliche Entwicklung, Einzelcoaching, ganz, ganz wichtig zu schauen. Potenziale auch auszuschöpfen, zu schauen, wie gestalte ich die Zukunft. Das sind alles wichtige Themen, die heute da schon platziert werden. Okay, wir werden mit Sicherheit in einem der nächsten Podcasts nochmal näher auf diese Seminare eingehen, um einfach halt auch deiner Zielgruppe, deinen Zuhörern noch ein bisschen das schmackhaft zu machen, inwieweit das auch wirklich spannend für sie sein kann im Bereich der Personalentwicklung, Führungskräfte-Trainings, beziehungsweise auch dieses Thema, was du ja auch mal wieder hast, heute Mitarbeiter, morgen Führungskraft. Das sind ja auch alles so Themen, wo dieses Thema Kairos eine wirkliche Rolle spielt, glaube ich. Ja, mit Sicherheit. Also wenn dich das dann interessiert, können wir gerne mal drüber sprechen, was ich so erlebe in einem Monat. Da kommen manchmal tolle Zusammenhänge, wo zwei in Konflikt sind, jahrelang nichts passiert ist und ich denen nur mal gezeigt habe, wo sie stehen auf der Lebensphase. Ja. Und dann gucken so 57-Jährige, 56-Jährige, die bekriegen sich seit 30 Jahren. Die Firma hat einen Riesenschaden. Ne? Und jetzt, nur durch das Wissen, denken sie, ja, ich muss ja eigentlich ein bisschen anders. Eigentlich müsste ich mir jetzt das vorbereiten, dass ich mit 60 ein bisschen gemütlicher durchs Leben gehen könnte. Okay. Spannende Themen. Würde ich gerne mit dir, wenn sich das interessiert, auch mal mitbringen. Wir. Okay, bis hierhin erstmal vielen Dank, Ortrud. Ja. Bis zum nächsten Podcast. Thomas, vielen Dank für dein Interesse an dem Thema. Gerne. Alle Informationen zu Ortrud Horno gibt es auf der Webseite www.torno.de. Hier sind auch alle Workshops und Vorträge von Ortrud Horno veröffentlicht.